Deutschland ist so unsicher wie nie zuvor. Damit Deutschland wieder sicher wird. Ein herzliches Grüß Gott, liebe Freunde. Schön, dass ihr heute Abend hierher gefunden habt, um ein klares Signal zu setzen, dass wir nämlich diese Preistreiber, die in unserer Regierung sitzen, endlich stoppen. Ich habe zuletzt gelesen, dass sich unsere Regierung, sagt sie selbst, geirrt habe im Bereich der Einschätzung Russlands. Ich musste da leise lächeln in mich hinein. Diese Regierung hat sich nicht nur in Bezug auf Russland geirrt, diese Regierung hat sich so ziemlich in Bezug auf jedes zukunftsrelevante Politikfeld in unserem Land geirrt. Egal, ob es sich um Energiepolitik, um Zuwanderungspolitik, um Bildungspolitik, um Sicherheitspolitik oder auch jedes andere Politikfeld handelt, ein solches Versagen, im Übrigen nicht nur der jetzigen Regierung, sondern auch der Vorgängerregierung Merkel, das hätten jeder Mensch in diesem Land mit Vernunft und mit Verstand niemals für möglich gehalten. Und deshalb ist es unser aller Verantwortung, so schnell wie möglich dafür zu sorgen, dass diese Regierung, die gegen die Interessen unserer Bürger handelt, so schnell wie möglich abgelöst wird, liebe Freunde. Und damit sie das einigermaßen erträglich den Bürgern vermitteln kann, ihre ständigen Irrtümer, geht sie dazu über, die Bürger zu täuschen und das ohne jede Scham. Die derzeitliche wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land, die Preissteigerungen, die explodierende Inflation, immerhin mit über 7%, die größte seit 41 Jahren, liebe Freunde, das alles hat nicht die Ursache im Ukraine-Krieg. Das alles hat die Ursache in einer völlig verfehlten Corona-Politik und in einer völlig verfehlten Wirtschaftspolitik. Aber was will man auch anderes erwarten, wenn man einen Kinderbuchautor ernsthaft zum Wirtschaftsminister macht? Nicht, dass man mich falsch versteht. Ich glaube schon, dass der Kollege Habeck sich ernsthaft bemüht. Aber Bemühen reicht halt beim Wirtschaftsminister der wirtschaftsstärksten Macht in Europa beileibe nicht aus. Er muss halt auch was können und da ist Habeck nicht der Einzige, der leider keine ausreichende Kompetenz in dieser Regierung hat. Und deshalb müssen wir so lange weitermachen und das verspreche ich euch, das werden wir auch tun, bis wir diese Regierung auch abgelöst haben. Weil eines ist doch klar, wenn ihr euch die Gesamtentwicklung mal anschaut, dann sehen wir doch, wohin dieser links-grün-rote Irrweg uns führen soll. Sie bekämpfen unsere Automobilindustrie und wenn Sie euch sagen, dass das alles mit Elektromobilität kompensiert werden kann, dann lügen Sie euch an. Baden-Württemberg und Bayern, die maßgeblich ihre Wirtschaftskraft einer starken Automobilindustrie zu verdanken haben, die werden durch diese Energiepolitik, durch diese Mobilitätspolitik massiv beschädigt. Es geht diesen Leuten darum, so wenig wie möglich Autos auf deutschen Straßen fahren zu lassen. Die wollen euch euer Auto wegnehmen, die wollen euch eure Mobilitätsfreiheit wegnehmen. Und wir als Bürger sagen, das lassen wir uns von euch nicht bieten. Wir wollen unser Auto behalten. Das haben wir uns schließlich erarbeitet, liebe Freunde. Und natürlich hören die nicht auf damit, uns das Auto wegzunehmen. Nein, sie gehen noch einen Schritt weiter. Jetzt fordern sie uns auf, dass wir uns doch mal überlegen sollen, ob wir vielleicht nicht zugunsten eines dritten Staates alle gemeinsam frieren. Und auch dabei täuschen sie euch wieder. Weil wir wissen doch, wenn ein ehemaliger Bundespräsident in die Kameras spricht und sagt, wir Deutschen können auch mal für unsere Werte frieren, dann ist das ein Mann, der über 200.000 Euro Ehrensold im Jahr erhält. Der wird niemals frieren. Solche Leute predigen
Wasser und sie trinken selbst Wein, eine solche abgehobene Politikerkaste. Und das trifft nicht nur auf diesen zu, sondern auch auf Mitglieder unserer Regierung. Können und dürfen wir uns nicht länger leisten, dürfen wir uns nicht länger gefallen lassen. Und deshalb, liebe Freunde, weitermachen, bis wir diese Leute wegbekommen haben. Und dass sie uns mehr oder weniger anlügen, dass sie mehr oder weniger versuchen, uns, das Volk, für dumm zu verkaufen, das sehen wir doch, wenn wir in unsere Nachbarländer schauen. Schaut euch doch mal an, was der Sprit in Polen kostet, in anderen Ländern Europas. Dort ist der Spritpreis wesentlich günstiger und die leiden natürlich auch unter den entsprechenden Rahmenbedingungen. Und liebe Freunde, das ist der Beweis. Diese Leute haben nicht unser Wohl im Sinn. Diese Leute sind nur daran interessiert, ihre links-grün-rote Ideologie durchzudrücken. Und wir lassen uns das nicht gefallen. Und wisst ihr, ich finde, das wirklich Schlimme daran ist, dass man ja selbst mittlerweile Kinder fragen kann und selbst Kinder in ihrer kindlichen Vernunft mehr an logischem Denkvermögen drauf haben als die derzeitige Regierung. Als ich mit meinem Sohn darüber gesprochen habe, wie sich die Regierung das zukünftig vorstellt mit unserer Energieversorgung und ich darauf hingewiesen habe, dass die wollen, dass nur noch Windräder in unserem Land stehen und nur noch die Sonne und der Wind als Energieträger bereitstehen, fragt mich mein 11-jähriger Sohn, aber Papa, was ist denn, wenn keine Sonne scheint und der Wind nicht weht? Selbst kleinste Kinder verstehen, dass das nicht funktionieren kann. Nur diese Regierung hält an diesem Irrsinn fest. Und liebe Freunde, eine solche Regierung, die Irrsinn betreibt, die können wir es nun wahrlich nicht leisten. Und im Übrigen verweise ich mal drauf, da gibt es im Netz eine schöne Anekdote, wo die Annalena Baerbock auch mit Kindern spricht und ihnen erklärt, dass sie das Autofahren so teuer wie möglich machen wollen, damit eben immer weniger Menschen mit dem Auto fahren. Und auch dort fragt ein kleiner Knirps dann die Annalena, ja, aber Moment mal, das heißt dann, zukünftig können nur noch Reiche mit dem Auto fahren. Das finde ich aber nicht gerecht. Und da saß sie da, die Frau Außenministerin, und ziemlich düpiert. Und es gilt, was ich immer wieder sage, wenn die einfache Vernunft beiseite geschoben wird, wenn die reine Ideologie überwiegt, dann schadet das unserem Land, dann schadet es unseren Bürgern. Und eine Politik, die uns allen schadet, müssen wir so schnell wie möglich korrigieren, liebe Freunde. Wenn man dann noch sich anschaut, dass die jetzt allen Ernstes hingehen, sie propagiert ja, die Frau Baerbock, eine feministische Außenpolitik, was immer das sein mag, aber wenn sie sich jetzt anschaut, dass sie die ausfallenden Gaslieferungen jetzt kompensieren wollen, indem sie sich an andere Staaten wenden und wir uns mal anschauen, auf welche Staaten sie sich konzentrieren, dann wird einem Angst und Bang, wenn man daran denkt, was die weiter noch unter feministischer Außenpolitik verstehen. Denn die haben sich jetzt allen Ernstes an Katar, an Ägypten, an Saudi-Arabien gewandt und haben gesagt, wie sieht's denn aus? Könnt ihr uns vielleicht entsprechend mit Energie beliefern? Und jeder von uns weiß, dass das nun wirklich keine Vorzeigestaaten im Hinblick auf unsere Grundwerte darstellen. Und trotzdem geht der Wirtschaftsminister hin, ich denke mal, ihr habt alle das Bild gesehen, und macht dann vor fremden Staatschefs den Bückling, um dort besondere Konditionen für uns rauszuholen, ungeachtet dessen, dass dort massiv zum Beispiel gegen Homosexuelle vorgegangen wird, dass Frauenrechte nicht beachtet werden und. Leute, ich sage euch eines, das ist an Doppelmoral und Heuchelei nicht mehr zu überbieten. Das ist Charakterschwäche in Reinkontur. Und sowas wollen wir nicht in unserer Regierung. Hans-Werner Sinn, und das ist nicht irgendjemand, der ehemalige Präsident des IFO-Institutes, hat glasklar zum Ausdruck gebracht, dass die guten Zeiten
vorbei sind. Er hat die Bürger aufgefordert, sich um sich selbst zu sorgen. Er hat darauf hingewiesen, dass die Hauptursachen für die derzeitigen Wohlstandsverluste eben nicht irgendwelche Dinge sind, wie der Ukraine-Krieg oder ähnliches, sondern er weist ganz klar darauf hin, dass insbesondere die hohe Staatsverschuldung und auch die demografische Entwicklung ein Problem für unsere Altersversorgung darstellt. In Verbindung mit der schon von Mark Jongen ausführlich dargestellten Nullzinspolitik der EZB bedeutet das im Ergebnis, wenn die Politik so weitermacht, dann haben wir alle, danke, massiv mit Altersarmut zu kämpfen. Der Durchschnittsbürger in diesem Land kann sich durch die Nullzinspolitik kein weiteres Standbein aufbauen. Und dadurch, dass durch bestimmte äußere Faktoren, wie zum Beispiel auch einer ungeregelten Zuwanderung, des Zulassens einer illegalen Zuwanderung, entsprechend unsere Sozialsysteme belastet werden, werden wahnsinnig viele in der Altersarmut landen. Und, liebe Freunde, ich sage euch was, anstatt hier eine völlig verfehlte Zuwanderungspolitik zu betreiben, indem man zum großen Teil Leute in unser Land lässt, die eben in den sozialen Sicherungssystemen landen und eben nicht produktiv sich in unserem Land betätigen, ganz zu schweigen von anderen Problemen, zum Beispiel im Bereich der inneren Sicherheit. Dadurch werden wir die Probleme nicht lösen. Wir brauchen, und dafür steht nur die AfD, eine aktivierende Familienpolitik. Wir müssen endlich die Politik so gestalten, dass Kinder auch finanziell in unserem Land willkommen sind und nicht das Gegenteil davon tun. Wo ich mir wirklich an den Kopf greifen muss, das ist, wenn jetzt diese Fridays for Future, diese Klimaschützer, wenn die jetzt allen Ernstes dazu aufrufen, auf eigene Kinder zu verzichten, mit der Begründung, jeder Mensch ist ein zusätzlicher Problemfaktor für unser Klima. Also, um es ehrlich zu sagen, wer eine so abartige, eine so kranke Argumentationslinie vorbringt, da bin ich persönlich froh, dass der keine Kinder bekommt, weil wer einen solchen Schwachsinn an seine Kinder weitertransportiert, dann potenzieren sich unsere Probleme in unserem Land nur noch. Und ich habe es schon angesprochen, da die Inflation so hoch ist wie seit 40 Jahren nicht mehr, verliert, wenn man das mal aufs Jahr umrechnet, in etwa jeder Deutsche ein Monatsgehalt pro Jahr. Und es muss selbstverständlich kompensiert werden. Wir können das nicht hinnehmen, denn die Inflation, die kommt ja nicht einfach so über uns, sondern sie ist die Folge einer völlig verfehlten Finanz- und Wirtschaftspolitik. Und deshalb gilt als allererstes, wenn die Inflation schon so hoch ist, wenn die Leute vor allem im Bereich der unteren Einkommen sich ihr Leben nicht mehr leisten können, sich das Essen nicht mehr leisten können, die Heizung abstellen müssen, dann kann dieser Staat nicht daneben stehen und mit irgendwelchen Lappalien von 300 Euro, die dann auch noch versteuert werden müssen, die Bürger für dumm verkaufen. Dann müssen die Renten und die Löhne so schnell wie möglich hoch, damit die Leute sich ihren Mindestlebensstandard noch leisten können, liebe Freunde. Und wenn wir uns anschauen, was diese Politik, diese Regierung mit unserem Steuergeld macht, dann ist das auch etwas, was wir nicht weiter hinnehmen dürfen. Wir Deutschen werden durch die Inflation immer ärmer. Und was macht diese Regierung? Na, die schmeißt das Geld quasi zum Fenster raus. Sie geht hin und gibt zum Beispiel Indien 10 Milliarden Euro. Sie gibt zum Beispiel diesem verbrecherischen Taliban-Regime in Afghanistan 200 Millionen Euro. Liebe Leute, ich will es ganz klar sagen, dieses Geld wird im eigenen Land gebraucht. Und wir, die AfD, trauen uns auch das ganz klar zu sagen, Deutschland zuerst, unsere Bürger müssen an allererster Stelle stehen. Und wenn es darum geht, den Wohlstand zu erhalten, dann steht die AfD genau für euch ein, liebe Freunde.
Und nach der Flugscham, auch das ist ja schon angesprochen worden, Sie wollen uns ja alle nicht mehr in Urlaub fliegen lassen, weil es ja so schlimm ist für den CO2-Abdruck, kommt jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, die Wohnungsscham oder Wohnscham. Der Verband der Berliner Brandenburgischer Wohnungsunternehmen will Wohnraum begrenzen. Das muss man sich vorstellen. Die sagen, wir sind zu viele Menschen, wir haben zu wenig Wohnraum, also darf ein Single keine 3-Zimmer-Wohnung mehr haben, selbst wenn er sich diese leisten kann. Heutzutage gilt man also schon als asozial, wenn man für seinen Wohnraum, den man für sich selber benötigt, tatsächlich zahlt. Wenn es bestimmten Leuten gegen den Strich geht und die sagen, es geht auch weniger, dann wollen sie allen Ernstes gegen diese Leute vorgehen. Und ich sage, wir brauchen keine Wohnraumbegrenzung, sondern eine Begrenzung der illegalen Zuwanderung. Das ist nämlich eines der Hauptprobleme, warum der Wohnraum bei uns immer knapper wird und immer teurer wird. Und solange das nicht korrigiert wird, bringt auch jegliche Wohnraumbegrenzung gar nichts. Aber kleine Anekdote vielleicht am Rande, die mir einfällt. Diese Leute, die euch ja die ganze Zeit insbesondere von den Grünen belehren wollen, wie ein Leben vernünftig zu führen sei. Das sind ja auch die gleichen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber es ist ja tatsächlich so, insbesondere die Grünen, aber auch Teile der SPD und der Linken, die vertreten ja die Auffassung, dass Männer Kinder bekommen und sogar menstruieren können. Und diese Leute, die diese Behauptungen aufstellen, die fordern dann gegen Fake News und gegen Desinformation im Netz vorzugehen. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik, muss ich ehrlich sagen, weil wer behauptet, dass Männer Kinder bekommen können und menstruieren können, der gehört für mich nicht in die Politik, sondern zum Arzt, liebe Freunde, in aller Deutlichkeit. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, liebe Freunde, die CDU auf ihre Finte reinzufallen, die sich ja jetzt als Retter generieren will. Ich erlaube mir den Hinweis, dass die Folgen, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben, fast ausschließlich die Folgen von 16 Jahren Merkel-Politik sind, weil nämlich Merkel genau grün-rote Politik die letzten 16 Jahre umgesetzt hat. Und da liegt auch das Problem, eine CDU, die das mitgetragen hat über 16 Jahre, wenn die sich jetzt hinstellt und sagt, wir sind die, die wissen, wie es besser geht, dann muss ich ehrlich sagen, ihr hattet 16 Jahre Zeit, den Laden auf Vordermann zu bringen. Ihr habt es nicht getan und deshalb seid ihr keine ernsthafte politische Alternative. Und ich bin ja sonst nicht ein Freund von zu überharten Forderungen, aber eins ist für mich auch klar. Die Frau Merkel, und es zeigt sich immer deutlicher, die hat wirklich in den letzten 16 Jahren unserem Land massiven Schaden zugefügt. Das kann keiner mit vernünftigem, objektivem Verstand mehr verkennen. Und ich bin mittlerweile schon auch ein Befürworter derer, die sagen, ein solches Verhalten, das muss insbesondere, wenn sich jetzt herausstellt, wie massiv schädigend das für Deutschland war, das muss entsprechende Konsequenzen haben. Eine Frau, die Deutschland so massiv geschadet hat, muss zur Verantwortung gezogen werden, dass die völlig unbehelligt jetzt ihr Leben weiterleben kann und sozusagen über unsere Probleme mehr oder weniger nur lachen kann. Das ist ein untragbarer Zustand. Wir müssen über Politikerverantwortung und über Politikerverhaftung reden, liebe Politikerhaftung reden, liebe Freunde. Ich will zum Schluss kommen. Was wir in diesem Land brauchen, wenn es uns erfolgreich gelingen soll, diese Preistreiber zu stoppen, liebe Freunde, das ist nicht weniger als eine Politikwende. Wir haben derzeit in der politischen Führungsebene Leute vertreten, die eben nicht vom Schlage eines Helmut Schmidt, eines Strauß, eines Wehner oder der damaligen Politikergeneration sind, sondern wenn ich das vergleiche mit Schmidt, die wollten wirklich das Beste fürs Land. Ich darf mal erinnern, als er in einer existenziellen Krise war als Innensenator in Hamburg beim Hochwasser, dort hat er 1962 genau das Richtige gemacht, weil es ihm um die Leute ging, weil es ihm um das Land ging, weil er entsprechende Krisen in seinem Leben schon durchgemacht hatte und eben dann auch vernünftig diese Krise lösen konnte. Und das, was wir heute in der Politik haben, das sind überwiegend
in ihrem Bereich inkompetente Selbstdarsteller, man könnte fast schon sagen, egomanisch veranlagt. Und solche Leute, das sehen wir jeden Tag. Denen geht es bezüglich ihrer Macht nicht darum, etwas zum Positiven in unserem Land zu gestalten, sondern die wollen ihre Macht nur verwalten, sie wollen ihre Macht nur erhalten. Aber etwas Gutes und Positives ist von denen für uns nicht zu erwarten. Und deshalb führt an einer Politikwende kein Weg vorbei. Wir brauchen Politiker, die endlich wieder die Interessen der deutschen Bevölkerung wirklich auch de facto in den Vordergrund stellen, die das nicht immer in jeder Rede behaupten, aber dann genau das Gegenteil tun, sondern die wirklich aus der Mitte der Gesellschaft kommen, die die Probleme kennen, die gearbeitet haben, die wissen, wie man Probleme löst. Und solche Politiker, liebe Freunde, die findet man eben fast nur noch in der Alternative für Deutschland. Wer also eine Politikwende will, der ist gut beraten, und das geht jetzt, falls uns jemand zuschaut, an die Länder Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, wo demnächst Landtagswahlen sind, der ist gut beraten, der AfD seine Stimme zu geben. Die Altparteien haben die Zustände in unserem Land zu verantworten. Wer denen die Stimme gibt, der tut immer das Gleiche in der Hoffnung, dass sich etwas ändert. Und John Einstein hat gesagt, wer immer das Gleiche tut in der Hoffnung, dass sich irgendwas ändert, der ist im Grunde wahnsinnig. Und wir sollten nicht wahnsinnig sein, wir sollten das Richtige tun. Wir sollten eine Alternative für Deutschland mit ihren kompetenten Politikern eine Chance geben. Und deshalb, wir stehen für euch ein. Wir sind diejenigen, die für eure Interessen stehen. Wir wollen etwas bewegen. Wir wollen auch in dieser Krise für euch Positives bewirken. Und deshalb sind wir auch die Einzigen, die ganz konkrete Maßnahmen zur tatsächlichen Krisenbewältigung vorschlagen. Ich will nur ein paar nennen. Die EZB, die muss halt endlich aufhören mit dieser Nullzinspolitik. Die muss endlich für wirkliche Geldstabilität bzw. Geldwertstabilität sorgen. Wir müssen das Existenzminimum entsprechend absichern, indem wir den steuerlichen Grundfreibetrag auf 12.600 Euro erhöhen. Das ist eine Forderung, die nur die AfD erhebt. Wir müssen aufgrund der hohen Inflation die Regelsätze in der Grundsicherung anpassen. Wenn wir jetzt nicht reagieren, dann wird die Grundsicherung mit den derzeitigen Summen bei dieser Inflationsrate überhaupt nicht mehr zum Leben ausreichen. Wir fordern 0% auf Mehrwertsteuer auf Treibstoffe, Strom und Gas. Wir fordern eine Abschaffung der EEG-Umlage. Wir fordern die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, weil wir sagen, es kann nicht sein, dass in diesem Land Menschen hungern müssen. Das ist eines Rechtsstaates unwürdig, der die Werte vertritt, die wir immer wie eine Monstranz vor uns hertragen. Und deshalb, liebe Freunde, Politikwende besser früher als später. Politikwende gibt es nur mit der Alternative für Deutschland. Ich sage es nochmal, Deutschland zuerst, wir für euch und ihr für uns. In diesem Sinne, vielen Dank.